Willkommen zurück, meine Lieben, bei Factorio. Ich habe hier gesehen, dass die Solid Fuel Blocks ein bisschen zu langsam reinkommen. Da brauchen wir 3 Stück für. Also nicht gerade wenig. Wobei, ich meine, die sind fast gratis. Bedeutet aber, dass wir das auf jeden Fall erhöhen müssen. Das Sulfuric Acid ist drin. Das heißt, das können wir jetzt... Ich denke mal, wir zwacken das von der linken Seite ab. Ne? Will ich das wirklich? Lass uns noch ein paar Tanks hinbauen. Plus, es ist ein bisschen dunkel. Okay. So. Und dann werden wir das von hier unten nehmen. Ich glaube, das ist besser. Dann fügen wir das hier zusammen. Da sollte jetzt eigentlich Sulfuric Acid reinkommen. Passiert aber nicht. Oder wenig. Ich denke mal, das liegt daran, dass... Vielleicht müssen wir hier eine Pumpe reinbauen. Die waren auch relativ lange zum Craften. Interessanterweise, wo ist meine Pumpe? Hier. Okay, so, jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt wird das Ganze gepumpt. Wasser ist auch okay. Also die scheinen keinen Wassermangel zu haben. Ich denke mal, die brauchen jetzt einfach eine Weile, bis sie das Ding, die Tanks mehr oder weniger voll gemacht haben. Heißt... Wir müssen jetzt hier mal schauen, wenn ich hier das Ganze so durchziehe, dann haben wir keinen Platz für... Doch, wir haben Platz. Wir machen es einfach anders. So. Ihr werdet es gleich sehen. Ich glaube, wir haben das in Staffel 4 auch schon gemacht. Ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher, das ist schon ziemlich lange her. So, das ist so verbunden. Dann ist das... So verbunden. Und das kommt hier rein. So, jetzt müssten eigentlich alle. Okay, viel ist es nicht. Es kommt langsam rein. Dann brauchen wir Belts. Ich bringe es mal in die rechte Richtung weg. Und das ist genau das, was ich eigentlich nicht tun wollte, denn wir brauchen Platz für Poles. Wir brauchen hier jeweils Platz für Power Poles. Dasselbe machen wir auch hier. So, das sollte okay sein. Noch einen. Vielleicht. Okay, gute Sache. Dann die letzte Reihe. Last but not least. Dann füllen wir das Ganze zusammen. Nicht füllen. Wir füllen hier rein gar nichts. Okay, Da. Ich weiß nicht, ob das reicht. Wir werden sehen. Nicht ganz. So. Okay, das ist schon mal... Ich glaube, die brauchen auch nicht so viel. Und das ist schon mal... Wir haben leider kein Warenhaus, aber das ist schon mal... Hier Uranerz. Ganze zusammenführen. Ich denke, wir machen hier einen roten. Wenn man hier rote Splitter und einen roten Belt. So, das wäre das. Woran mangelt es euch? Okay, jetzt fehlt es an den.
Dingern hier. Ja, machen wir jeweils noch zwei. Oh. So, dann... wird das so gebaut. Und es kann weitergehen. Ich denke mal, wir bauen wahrscheinlich sogar noch mehr. Aber es ist nicht so schlimm. Ich denke, die Tendenz sollte trotz allem steigend sein. Für die allen Batterien. Brauchen wir jetzt, wie gesagt, das Uranerz. Dafür brauchen wir die Kupferplatten. Wie viele Batterien brauchen wir eigentlich? Wie sieht die Relation hier aus? 5 Sekunden Crafting-Zeit. Und wir machen drei, es kommen 3 Stücke raus. Das bedeutet, wir brauchen, wir wollen 0,5 pro Sekunde haben. Ich werde hier mal wieder für die Science Packs werde ich Helmut verwenden. Also, wir nehmen das hier. Wir sagen 0,5. Wahrscheinlich brauchen wir eine einzige, ne, 2. Okay, gut. 2. Dann Personal Batteries. Ne, Moment mal. Hä? Wofür brauchen wir die Batterien nochmal? Bin ich jetzt komplett gaga? Brauchen wir die für die Productivity-Module? Okay. Okay, gut. Ne, ich bin nicht verrückt. Also. Wir machen das mal so. Das wären 4 davon und 2 Chemical Plants. Und von denen... können wir auch mal kurz gucken, wie viele wir bräuchten würden. Ein einziges. Okay. Das sieht eigentlich vernünftig aus. Also machen wir 2 Chemical Plants. Und zwar machen wir die... hier oben irgendwo. Ihr macht bitte Batterien. Wir haben einen Input. Das ist das hier. Machen wir das so, weil wir brauchen 2 Belts durch. Einmal. Wovon brauchen wir mehr? Kupfer oder Uran? Kupfer brauchen wir mehr. Okay, Kupfer ist auf dem näheren Belt dann. So, das ist schon mal super. Dann das Uranerz. Ich weiß nicht, für den Moment brauchen wir es nur da oben. Aber ich werde... ich denke mal, hier erstmal einen Splitter machen. Und dann werden wir das hier hochbringen. Mal sehen, ob wir das für sonst noch irgendwas brauchen. So, dann kriegt ihr... okay, wir brauchen Rohre. Einmal die plus die Undergrounds. Ja, das sieht jetzt nicht schön aus. Aber was soll's. So, das wäre mal die Schwefelsäure. Dann brauchen wir Inserter. Ich denke, ich mache... Moment mal, wie lange braucht ihr? 4 Sekunden Crafting-Zeit. Okay, wir reichen gelbe vollkommen aus. Fantastisch. Gib mir so einen... und ihr kriegt einen Output-Belt. Ist okay, wenn ihr nur auf der einen Seite rauslegt, weil dann können wir auf der anderen Seite noch irgendwas anderes reinpacken. Okay, das sind die Batterien. Die werden dann zusammen mit Electronic Circuits, die auch kein Problem sind, weil die einfach nur Kupfer und Eisen sind, werden die zu Productivity-Modulen zusammengebastelt. Von dem her... die Lämpchen kommen auch nicht hinterher. Wir können mal kurz... lass mal das anschauen. Wie viele Lämpchen brauchen wir hier? Eine Fabrik eigentlich nur. Und die zweite ist dann für das hier. Wobei, die produzieren jetzt halt einfach momentan... es sollten eigentlich genügend Lämpchen bei rumkommen. Irgendwann werden die Tanks hier voll sein und dann wird sich das Ganze wieder etwas entspannen.
Okay, das ist kein Eisen, das sind die Lämpchen. So, dann ziehen wir das hier weiter runter. Ich habe ein bisschen Angst, diesen Belt irgendwie zu überstrapazieren, aber ich glaube, das ist okay für den Moment. Genau, die haben wir hier. Dann brauchen wir 4 Stück. Und von euch brauchen wir, das ist eine 3:4 Relation. Alles klar. Dann machen wir 1, 2, nee, warte mal, so glaube ich. Und 4 hiervon, die mir die Productivity-Module machen. Nicht wahr? Genau. So, dann brauchen wir Belts. Ihr seht auch schon, ich mache jetzt viel mehr und studiere einfach weniger. Das ist einfach der Sinn der Episode. Oder nicht der Episode, der Staffel. Dass wir einfach machen und im Endeffekt dann schauen, ob das, was wir gemacht haben, tatsächlich auch funktioniert oder nicht. Okay, soweit, so gut. Input. Was braucht ihr? 3 Batterien. Alle 15 Sekunden. Wow. Okay, die sind super langsam. Das heißt, bring hier. Das spielt eigentlich nicht so eine Rolle, wo wir die Dinger reinbringen, ne? Einfach rein. Zack. Dann kriegt jeder von euch eins hiervon und einen für den Output. Auch die können auf einer Seite des Belts sein. Passt. Ist kein Problem. Machen wir das so. Und kriegt den dicken. Plus ein Licht. Und das wär's. Eigentlich, ne? Das heißt, die werden jetzt langsam anfangen. Okay, wir sind hier mit den. Mit dem Kupfer sind wir nicht schnell genug. Das heißt, ihr kriegt jeweils noch einen zweiten langen. Jetzt können die durchgängig arbeiten. Und ich denke, bis der hier fertig ist, sind die dann auch wieder aufgefüllt. Und es läuft. Sehr schön. Haben wir wieder was gemacht. Gut, gut, gut. Das läuft auch. Und das sollte trotz allem, denke ich mal, nach wie vor steigen. Wasser. Warte mal, wir könnten hier unten vielleicht noch ein Radar oder so positionieren. Wäre wahrscheinlich nicht die dümmste Idee. Damit wir auch sehen, was hier abgeht. Hier. Oh yes. Genau so. So, da sind unsere ersten Productivity-Module. Die können wir sogar verwenden, um irgendwelche Dinger zu boosten. Werden wir dann mal sehen. Ich denke, in der nächsten Episode werden wir uns mal an... Also, wir haben die Productivity-Module, wir werden uns um die Personal Batteries kümmern. Das wird auch interessant. Also, wir haben jetzt normale Batterien, die in die Productivity-Module gehen. Jetzt brauchen wir noch Personal Batteries, die dann direkt in die Science Packs gehen. Das ist ein bisschen verwirrend, ich weiß. Aber, ja, ich denke mal, wir kriegen das irgendwie hin. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Northgate.